Dein Zoo ist heute in Japan unterwegs und jetzt schaut euch mal diese riesige Schildkröte an. Ihr Name ist Yu und sie ist eine Meeresschildkröte. Vor 5 Jahren hat sie ein Hai auf brutale Weise angegriffen. Sie wurde dabei schwer verletzt und hat ihre Vorderflossen verloren. Tierärzte haben sie durchgebracht und jetzt ist sie 25 Jahre alt und hat ihr Schwimmalter erreicht. Die Helfer haben ordentlich zu tun, sie ins Wasser zu schleppen. Und die Frage, die alle beschäftigt, wird sie denn trotz Verletzung schwimmen können? Sie hatte schon 26 verschiedene Flossenprothesen, aber Exemplar Nummer 27 scheint die Lösung zu sein. Dann die Enttäuschung. Auch nach 5 Jahren Forschung hakt es mit der neuen Kunststoffprothese und Yu findet keine Balance. Immerhin findet sie den Weg wieder nach oben, aber eine große Enttäuschung. Mein Traum für sie wäre, dass sie eines Tages ihre Flossenprothese auch wirklich benutzen kann. Dass sie damit auf der Oberfläche schwimmen kann, herumlaufen und ein Loch graben kann, um ihre Eier dort zu legen. Wenn dann ihre Kinder schlüpfen, kann sie ihr Trauma überwinden. Dann war es das alles wert. Dein Zoo hat immer geöffnet, hier auf YouTube. Klicke auf das Logo zum Abonnieren. Links für die süßesten Tiervideos und rechts für die interessantesten Stories. Viel Spaß beim Anschauen!